Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen im Fußkompetenzzentrum der Firma OT Schädlich. Hier unsere Maßkabine 1 und mein Arbeitsbereich. Der Schuhtechniker möchte, dass der Kunde, der aufgrund einer Fehlgestalt, einer sonstigen körperlichen Einschränkung Schwierigkeiten hat, am alltäglichen Leben teilzunehmen, übers Gehen und Stehen. Diese Funktion möchten wir so gut als möglich wiederherstellen. Wenn es nicht um krankheitsbedingte Sachen, sondern um Wohlbefinden-Sachen geht, so wie sportliche Aktivitäten, ne? Auch die Marathonläufer und so brauchen ab einem bestimmten Kilometer einfach ein bisschen Unterstützung an den Füßen. Wir haben sehr viel hier im Haus auch mit Rennradfahrern zu tun. Auch da, auch wenn es erstmal komisch klingt, helfen Einlagen. Und ganz wichtig für uns in der Erklärung mit dem Kunden und dem Patienten, ein Fußskelett, wo Muskeln, Bänder, Sehnen und die Knochen- und Gelenkverbindungen am Fuß dargestellt sind. Und wir können hier eben immer noch entscheiden, soll eine Gipsmaßnahme gemacht werden? Haben wir hier ein Waschbecken mit einem Gipsabscheider, würden dann alles so ein bisschen auslegen. Könnten also auch direkt einen Gips, einen Korrekturgips des Unterschenkels machen. Ansonsten wird hier klassisch ein Formabdruck, ein Blauabdruck und eventuell auch ein Scanabdruck dann eine Kabine weitergemacht. Wir arbeiten hier im Orthopädie-Schuhbereich, wo wir jetzt heute eine Fußmessung machen werden mit einem Fußscansystem. Da kann man halt schön sehen, wie die Fußbelastung ist und wie der Fuß sich verhält bei Auftritt. Danach können wir halt die Einlagen für Sie optimaler gestalten. Die Fußmessung ist jetzt geschafft, ja, und wir können jetzt anhand dieser Bilder sehen, in einigen Einstellungen, wie der Fußdruck ist und wie Ihr Fuß sich da unter Belastung verhält. Und die Kollegen können halt dann die Einlage wirklich nach dieser Messung nach ihren Ansprüchen gestalten. Im Gegensatz zur statischen Fußdruckmessung, die wir gerade gesehen haben, gibt es auch noch die Möglichkeit einer dynamischen Fußdruckmessung. Das ist der sogenannte Transponder, der mit dieser Innensohle verbunden ist. Dieser kleine Kasten überträgt das Funksignal, was sozusagen hier auf dieser Messsohle passiert, auf unseren Computer, wo wir es dann später mit dem Kunden zusammen auswerten können. Und das ganze System ist jetzt aktiv. Und jetzt startet unsere dynamische Fußdruckmessung. Der Kunde kommt die Treppe runter und begibt sich dann im Flur auf unsere sogenannte Gehstrecke. Unser Proband hat jetzt 60 Sekunden Zeit, unsere sogenannte Teststrecke abzulaufen. Und wir erhalten so ein unverfälschtes Bild der Druckverhältnisse ohne jegliche Korrektur an der Fußsohle. Nach Ablauf der Innensohlenmessung haben wir jetzt hier die Möglichkeit, mit dem Kunden auf dem großen Bildschirm die neutrale Messung auszuwerten. Je weiter wir in Richtung Grün, Gelb und Rot kommen, desto höher die Druckverhältnisse am Fuß. Wir sehen jetzt hier dem Fersenauftritt geschuldet diese Druckspitzen im Rückfußbereich und im Vorfußbereich die sogenannten 10 Grundgelenke, die hier dargestellt sind, wo auch eine deutliche Überbelastung sichtbar ist. Wir haben dann noch die Möglichkeit einer sogenannten 3D- oder isobaren Darstellung. Vom Fersenauftritt über die Standphase bis hin zur Abrollphase haben wir jetzt hier alle einzelnen Schrittzyklen mit den dazugehörigen Druckverhältnissen nochmal dargestellt. Wir sind jetzt hier in der Werkstatt für Orthopädie-Schuhtechnik. Der Orthopädie-Schuhtechniker ist ein Facharbeiter nach dem Handwerksberuf, dem dualen System entsprechend. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre und beinhaltet neben der praktischen Arbeit, wie wir sie ja sehen können, selbstverständlich auch einen hohen Anteil an theoretischem Wissen. Hier haben wir jetzt nochmal einen Leisten. Hier ist ein dazugehöriger Schaft. Der wird von dem Mitarbeiter, so wie wir das eben schon mal kurz angesprochen haben, über den Leisten gezogen. Wird hier auf der Brandsohle verspannt und sieht letzten Endes irgendwann so aus. Das ist jetzt schon ein geschlossener Schuh nach System. Sie sehen selber, da fehlt jetzt noch die Sohle, der Aufbau und der Absatz. Den haben wir hier unten in der zweiten Stufe, haben wir fertige Schuhe stehen. Ich greife mal zu diesem Schuh. Der ist jetzt schon bis auf das Fußbett soweit fertiggestellt. Wie man aufgrund des Werkzeuges sehen kann, ist unser Beruf ein reiner Handwerksberuf. Wir arbeiten mit Scheren, wir haben hier einen Spitzknochen, wir haben die Zwickzange. Es gibt hier den Teksheber, eine größere Zwickzange, Messer natürlich in jeder Variante, Kneifzangen, Klammerheber, Hammer. Das sind die Hauptwerkzeuge, die wir benötigen. Man könnte mit diesem Werkzeug auch ohne Maschine einen Schuh herstellen. Es würde nur sehr lange dauern und aufgrund der Arbeitszeit wäre das dann nicht mehr bezahlbar.
Deswegen sind oft Maschinen mit im noch gehören mit zum Werkzeug, um da wenigstens noch eine bezahlbare Arbeitsdauer zu haben. Zum weiteren Arbeitsfeld des Orthopädie-Schuhmachers gehört die Zurichtung von konfektionierten Schuhen. Hier werden bestimmte Hilfsmittel am Schuh angebaut, am konfektionierten Schuh angebaut. Das ist hier ein Diabetikerschutzschuh, der wird auch zugerichtet, weil wir einen Verkürzungsausgleich haben. Deswegen wurde die Sohle abgetrennt. Hier wird noch eine Zwischenschicht eingelegt und nachher diese Endsohle wieder drauf befestigt. So haben wir dann auch dieses Element, diese Beschwerde, die der Mensch hat, hier mit dem Schuh mit berücksichtigt. So, wir begeben uns jetzt in die Werkstatt. Es ist ein anspruchsvoller, sehr individueller Beruf, den man hier lernt. Die Vielfältigkeit der Materialien, die immer wieder neu auftretenden Problematiken am Fuß des menschlichen Körpers. Nichts ist gleich. Es ist nichts mit dem zu bearbeiten, wie es vorher bei einem anderen gewesen ist. Man braucht Fantasie. Man muss sich in den Menschen hineindenken. Ein hoher Prozentsatz an Empathie ist absolut notwendig, um auch wirklich optimal zu versorgen. Das ist eine kleine Auswahl an verschiedenen Materialien. Wir haben also reine Gummiprodukte als Fertigsohlen, Aufbaumaterial aus aufgeschäumtem Gummi. Das sind Sohlenplatten, auch aus Gummi. Wir arbeiten mit Kork, mit Carbon, feine, dünne Leder, richtige, feste Bodenleder. All diese Materialien lernt der Lehrling in der Werkstatt selbstverständlich kennen, weil sie für ihn prüfungsrelevant sind. Zum Beispiel Bezugsstoffe, die nicht aus Leder sind, für Patienten, die das nicht vertragen. Der an diesem Beruf interessierte Mensch sollte sich im Klaren sein, dass er hier ein reines Handwerk lernen wird, in dem wenig Automatismen laufen, wo sehr viel Individualität zu tun ist. Das muss man unbedingt wünschen und auch wollen, weil diese Arbeit ja wirklich noch von der Hand verrichtet wird. Wer den Menschen helfen möchte, wer gute Produkte im medizinischen Bereich, in der Therapie produzieren möchte, der ist hier richtig. Er wird eine sehr grundlegende Ausbildung bekommen, die ihn zu vielen befähigt. All viel von dem, was wir hier lernen, ist auch im täglichen Leben anwendbar, auch in anderen Bereichen. Das ist die Quintessenz und das Positive. Im Großen und Ganzen ein sehr interessanter Beruf. Und wenn man all diese Tätigkeiten lange genug getan hat, 3, 4, 5 Jahre ausgehalten hat, auch zu seiner eigenen und zur Zufriedenheit der Patienten, kann man sich zum Meisterprüfungskurs anmelden.